Moin Moin und hallo, heute möchte ich euch gerne zeigen, wie ihr in einem Dacia Duster die Zündkerzen erneuern könnt. Dies solltet ihr circa nach 60.000 Kilometern jedes Mal erledigen. Die Zündkerzen findet ihr, wenn ihr die Motorhaube öffnet, auf der Oberseite von eurem Aggregat. Da sind sie, in dem Fall sind es vier Stück. Alle vier sind recht gut zugänglich, das heißt, wir werden hier, denke ich mal, nichts demontieren müssen. Wir fangen jetzt also an und lösen den Schraube, die eure Zündspule in Position hält. Einfach herausdrehen und entfernen. Passt dabei auf, dass der Motor nicht so heiß ist. Er kann noch warm sein, kein Ding, aber kochend heiß ist nicht so toll, weil dann verbrennt ihr euch die Pfoten. Nun ziehen wir die Zündspule in rhythmischen Bewegungen aus der Verankerung raus. Da haben wir sie. Das ist die Zündspule. Aber wir wollen nicht an die Zündspule, sondern an die Zündkerze. Die Zündkerze liegt dort unten drinne im Motorblock über dem Verbrennungsraum. Dafür brauchen wir jetzt einen Zündkerzenschlüssel, der etwas länger ist. Nun, eine Ratsche dazu und jetzt lösen wir ein Stückchen an. Dann gehen wir auf links und schieben sie wieder ein bisschen rein. Dann gehen wir auf rechts, dann kommt sie wieder ein bisschen raus. Macht das immer einen Wechsel, so zwei, dreimal, denn so könnt ihr vermeiden in den meisten Fällen, dass eure Zündkerze abreißt. Wenn ihr direkt nach links volle Pulle losziehen würdet, ist die Gefahr groß, dass eure Zündkerze ja Schaden nehmen könnte. Außerdem sollte der Motor jetzt nicht kochend heiß sein, weil dann dehnen sich ja die Metalle aus und es ist noch schwieriger, die Zündkerze zu entfernen. So, jetzt drehen wir die Zündkerze hinaus. Und euer Zündkerzenschlüssel sollte am besten einen Magnet unten haben, denn dann hält er diese Zündkerze schon direkt in Position und ihr könnt sie extrahieren. Da haben wir sie. Die muss wirklich erneuert werden. Die Elektrode unten ist wirklich ganz schön abgebrannt und wir haben auch einen Schaden oben, einen Hitzeschaden. So, neue Zündkerze in den Zündkerzenschlüssel rein. Der wird hier gehalten. Erstmal mit der Hand festdrehen. Welche ihr verwendet, habe ich unten verlinkt und wenn jetzt fest ist mit eurer Hand, dann ist es okay. Dann werden wir einen Drehmomentschlüssel nehmen und eure Zündkerzen in einem Dacia Duster brauchen 25 Newtonmeter zum Anziehen. Das heißt also Drehmoment beachten. Mit der Hand festziehen können die wenigsten, denn das stimmt meistens nicht. Also schön mit 25 Newtonmeter festziehen. Ihr merkt das, wenn euer Drehmomentschlüssel bei 25 Newtonmeter klickt, dann fertig, nicht weitermachen. Vielleicht noch einmal zur Probe und dann los. Jetzt setzen wir wieder die Zündkerze ein. Da haben wir die Zündkerze. Nee, die Zündkerze haben wir schon eingesetzt. Das heißt, wir müssen jetzt nicht die Zündkerze, sondern die Zündspule einsetzen. Zündspule reingedrückt. Achtet dabei darauf, dass die Zündspule sich schön über die Zündkerze, darunter liegende Zündkerze, anschmiegt. Dann müssen wir nur noch die Zündspule festschrauben und wir haben unseren Job erledigt. Dann sage ich vielen Dank fürs Zuschauen, bitte abonniert mich, gebt mir ein positives Feedback und bis zum nächsten Mal. Zünd, zünd!